Hallo alle zusammen, wir machen ja heute einen Butterzopf und zwar die Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Ich habe hier jetzt schon mal lauwarme Milch, weil wir ja mit Hefe arbeiten. Dann geben wir auch schon die Hefe mit dazu. Ich mache das heute mit der Küchenmaschine einfach aus Bequemlichkeit. Nicht, weil man es zwingend damit machen muss. Dann geben wir das Mehl mit dazu. Dann etwas Zucker, Salz. Das Salz am besten nicht direkt zur Hefe geben, weil die Hefe das ja nicht so gerne hat. Dann gebe ich noch etwas Honig dazu. Dann die Butter. Und ein Ei. So, und dann soll das Ganze schön verknetet werden. So sieht der Teig jetzt aus. Jetzt decke ich den ab und dann darf er erstmal schön gehen. So, jetzt ist der Teig schön gegangen. Ich habe den jetzt schon mal halbiert. Das ist jetzt eine Hälfte. Und jetzt tun wir da zwei Stränge draus machen. Wenn es klebt, brauchen wir noch ein bisschen Mehl. So. Und jetzt tun wir uns einfach Zopfflechten. Ich muss mir das mal so umdrehen. So, das Ganze kann nämlich jetzt hier drauf gehen. Das decke ich jetzt noch mal ab. Und dann später wird nämlich der Ofen vorgeheizt und das Backblech kommt mit in den Ofen. Und dann werde ich einfach das Backpapier auf das heiße Backblech legen. So, jetzt sind so 10 bis 15 Minuten um. Jetzt geht es so weiter, dass wir das Ganze mit Ei und Milch erstmal einpinseln und dann wird das Ganze nochmal 15 Minuten gehen gelassen und dann pinseln wir das nochmal ein mit der gleichen Mischung und der Ofen wird dann auch vorgeheizt auf 230 Grad Ober- und Unterhitze und da geht es so weiter. Ich schreibe das aber auch dann in die Infobox noch mit rein. Das könnt ihr euch dann in Ruhe noch mal durchlesen. Und zwar kommt es dann auf das heiße Backblech für 5 Minuten und dann spritze ich mit einer Sprühflasche Wasser in den Ofen und dann machen wir den Ofen wieder zu. Und machen den, ich weiß es jetzt nicht genau, es steht aber dann in der Infobox, ich glaube nach 10 Minuten lassen wir da einfach den Wasserdampf raus, machen kurz die Ofentür auf und dann wird der Ofen runtergeschalten auf 220 Grad. Also glaube ich, aber ich schreibe es richtig in die Infobox. Ich hoffe, ich habe mir das gerade alles richtig gemerkt und wird dann da fertig gebacken. Genau. Aber wie gesagt, das steht dann alles in der Infobox. Jetzt haben wir das, wie gesagt, einmal eingepinselt. Jetzt decke ich das Ganze nicht ab, sonst klebt mir die Frischhaltefolie hier fest. So, jetzt pinseln wir das, wie gesagt, nochmal ein. Und ich gebe das auch unten. Also ich gebe das nicht auf die mittlere Schiene, sondern auf die unterste Schiene. Und wie gesagt, das Einsprühen mit dem Wasser kommt erst so nach 5 Minuten, weil das Ganze ist ja jetzt feucht. Das muss jetzt erstmal 5 Minuten trocknen im Ofen sozusagen. Und dann sprühe ich da Wasser rein.
Ja, und so sieht das Ganze jetzt angeschnitten aus. Also das ist ganz, ganz weich und fluffig. Und das war, also guckt am besten in die Infobox rein. Das sind ja unterschiedliche Sachen. Also 230 Grad auf jeden Fall vorgeheizt. Dann nach 5 Minuten habe ich Wasser reingesprüht. Dann habe ich es 10 Minuten so backen lassen. Also war eine Viertelstunde insgesamt rum. Dann habe ich die Ofentür kurz aufgemacht, auf 220 Grad runtergestellt. Und dann war das Ganze nochmal so 11 Minuten im Ofen. Genau. Aber wie gesagt, guckt am besten in die Infobox rein und lest es euch dann nochmal durch. Und ich würde sagen, ich beiße da jetzt einfach mal rein, beziehungsweise ich nehme mir hier hinten mal das kleinere. Also wie gesagt, es ist wirklich richtig schön knautschig. So fein, und man kann es natürlich ganz individuell essen, weil es ja neutral ist. Ist ja nur ein ganz kleines bisschen Zucker für die Hefe drin. Und ja, super lecker. Und deswegen macht's nach, lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!